Mein Name ist Frank-Christian Wagner. Ich bin Geschäftsführer der Echofabrik Filmproduktion und habe Medienmanagement studiert. Ich hatte während dem Studium tatsächlich das erste Mal Erfahrung mit dem Thema Bewegtbildkamera. Was mich dann immer interessiert hat, warum sieht das eigentlich so Mist aus, was wir da gedreht haben? Ja? Und was macht denn diesen Filmlook aus? Einige Monate später haben wir dann Ende August die Echofabrik gegründet. Mein Alltag besteht mit Sicherheit viel aus Telefonieren, Konzeptionieren, Kundenbetreuung, Personalbuchen, Location Scouting, also alles, was eben so anfällt. Wir arbeiten ausschließlich mit Freelancern, um die Fixkosten so gering wie möglich zu halten und das Geld, was dann verdient wird, wieder gezielt in Equipment investieren zu können. Filmequipment ist klassisches Mietequipment normalerweise und wir haben mittlerweile Equipment für über 300.000 Euro. Die meisten Projekte grade ich tatsächlich selber. Wenn ich das nicht kann, dann haben wir einen Koloristen in Berlin, der dann aber auch hierher kommt. Ich bin glücklich in den Medien, weil es ein sehr abwechslungsreiches Betätigungsfeld ist und ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Die Medien laden vielleicht zum Träumen ein.